befinden uns hier im Ngepi Reception Center, wo die südsudanesischen Flüchtlinge direkt von der Grenze mit Bussen hierher gebracht werden. Das Camp ist an sich ausgerichtet für 2.500 Menschen. Derzeit befinden sich knapp 6.000 Menschen hier. Sie kommen hierher, werden hier biometrisch registriert, bekommen entsprechende erstmedizinische Untersuchung und kommen dann entsprechende Non-Food-Items, die wir hier im Umfeld sehen. Das ugandische Rote Kreuz betreibt dieses Camp. Tagtäglich sind mehr als 200 freiwillige Helferinnen und Helfer vor Ort. Simon Anyanso stammt selbst aus dem Südsudan. Jetzt arbeitet er für das ugandische Rote Kreuz und leitet dessen Einsatz. These are overnight hangars, where they expected to spend 1 or 2 days. Hier gibt es Schlafhallen, in denen die Neuankömmlinge 1 bis 2 Tage verbringen. Danach werden sie in Siedlungen gebracht, wo sie über einen längeren Zeitraum bleiben. Zu Spitzenzeiten haben wir hier zwischen 12.000 und 14.000 Menschen beherbergt. Die Flüchtlinge erhalten Wasserkanister, Decken, Planen und Essen. Das Camp befindet sich in einer sehr trockenen Gegend. Das große Problem, das ja unsere Experten hier sagen, wird das Wasser sein. Nicht umsonst ist unsere Trinkwassereinheit auch hier, die derzeit mehr als am Arbeiten ist und diese Region hier auch mit Wasser versorgt. 600.000 Liter Trinkwasser produziert die Anlage täglich. Der Fluss, aus dem das Wasser entnommen wird, befindet sich 1,5 Autostunden vom Camp entfernt. Georg Ecker, Trinkwasserexperte des österreichischen Roten Kreuzes, ist als Teamleader für den Betrieb der Anlage verantwortlich. Das ist der Albert Nil und wie gesagt, aus dem Albert Nil, aus diesem Seitenarm des Albert Nils, pumpen wir das Wasser, das Rohwasser, das wir dann entsprechend aufbereiten und das dann von unserer Seite hier in die Flüchtlingslager Rhino Camp und im Wepi gebracht wird. Mittlerweile sind zahlreiche Kollegen des ugandischen Roten Kreuzes so weit ausgebildet, dass sie die Trinkwasseraufbereitungsanlage aus Österreich eigenständig weiter betreiben können. Das wird auch noch über einen längeren Zeitraum notwendig sein. Denn ein Abflauen der Kämpfe im Südsudan ist nicht in Sicht. Und damit werden auch weiterhin tausende Menschen Zuflucht, Schutz und Sicherheit im Norden Ugandas suchen.